Willkommen zu TNA, wir sind da. Ich bin Daniel. Ich bin Nadine. Und wir zeigen euch diese Woche den Vlog. Guten Morgen. Ich gehe gerade zur Werkstatt. Also das Auto ist jetzt nicht kaputt, aber ich bezahle jetzt wieder Rate. Und ja, es regnet, sein Mist. Deshalb bin ich mit dem Schirm unterwegs. Ich wollte trotzdem laufen, nicht mit dem Auto fahren. Mal spazieren gehen. Ohne Hund, sonst ist ja auch das wieder nass geworden. Ich packe gerade mein Kleid. So, ich hoffe, man sieht mich. Ich glaube nicht. Ich habe gerade den Karton von unserer Hochzeit gefunden. Dann ist nicht da. Und meine Freundin heiratet in 4 Wochen. Ja, 4 Wochen. Und sie hat schon ein Kleid, aber da passt sie leider nicht rein. Und sie hat mich gefragt, ob sie mal mein Kleid anprobieren kann. Und da das leider nur in der Kiste rumliegt, und es ist noch dreckig, weil, ja, wir waren am Steinbruch und ich habe das nie reinigen lassen, weil ich dachte, okay, ist so eh nur im Karton. Ich wollte das jetzt mal auspacken. Wie dreckig das ist. Aber nur unten, es ist oben noch sauber, es ist halt nur unten, weil ich halt so klein bin. Also dann ist, nenne ich echt ein Kleid. Seht ihr das? Also das geht, also hier würde ich gerade stehen. Hier, da wo meine Hand ist, das wäre meine Größe. Und das ist einfach viel zu lang gewesen und ich wollte es nicht kürzen. Und dieses kleine Fädchen da, ah nee, das nicht, sondern das ist die zum Schnüren. Das da, das kleine Fädchen, das haben wir dran genäht. Und das habe ich dann zum Hochhalten genommen. Unser Hochzeitstag ist nicht, warum ich das jetzt einfach so auspacke. Wir hatten echt schöne Bilder mit dem Kleid, aber seht ihr, wie lang das war? Das war extrem lang. Und da, ja, da habe ich es mir versaut und dreckig gemacht. Kennt ihr das? Ihr guckt ständig in den Kühlschrank und irgendwie findet ihr nichts, obwohl dieser Kühlschrank einfach voll ist. Aber ihr habt irgendwie, naja, es ist jetzt nichts Brauchbares für jetzt da. Oh, Mäuschen. So, wir machen jetzt die Fötchen, die Kleidchen. So. Nein, ich bezweifle, dass man mich sieht. Ich bin gerade dabei, die Bettwäsche zu wechseln. Es ist Mittwoch und ich habe eigentlich nichts gemacht, außer Fernsehen gucken. Ich habe mal ein paar Filme geguckt. Ich werde gleich baden gehen. Es ist schon. Oh, wie spät haben wir es dann? Es ist gleich 22 Uhr. Oh, hier ist noch seine Hose. Kennt ihr diesen Stuhl? Ja, so einen haben wir auch. Nein, also es ist kein Stuhl, es ist irgendwie sein Training-Ding da. Fertig. Fertig. Und es sieht mega kuschelig aus. Man möchte sie am liebsten einfach nur so reinschmeißen. Und es liegt immer so schön nach Frische Wäsche. Ich gebe jedenfalls jetzt ein paar an. Komm her. Hey, komm. Du brauchst nicht mitkommen. Hier, dahin. Oh, da war jemand am. Was soll denn das? Das ist ein Spielzeug. Ich bin gerade tanken. Und das heißt. Ja, weg ist, okay, mein Handy ist groß. Das heißt nichts. Ich fahr gleich zur Mama. Mit Lea. Die hab ich kurz abgeschnallt. Wo ist sie? Den Ohrenschalter? Ja. Immer sehen. Eigentlich wollte ich noch was für Uwe holen, aber das schaffe ich jetzt zeitlich gar nicht mehr. Ich würde einfach nachher nochmal was holen. Mit Sarah zusammen oder so.
gucken. So, Sarah soll aufbauen. Und jetzt hat es schon mal kurz. Jetzt halt. Und es ist kalt. Oh, fertig. Oh, deine Küche, naja, okay. Wird keiner sehen. Ja, die ist schlimm. Naja, es sind ja nur Lebensmittel, Mensch. Weil wir vorhin einkaufen waren. Du machst fein sauber. Ich bin angekommen. Sitzen wir jetzt schon bestimmt seit anderthalb Stunden? Ja, sitzen wir jetzt und quatschen nur. Nur am Quatschen. Wir haben so lange nicht gesehen. Oh. Hi. Ich muss jetzt mal beim Essen machen. Das ist mein Das Uwe. Oh, das hat sich irgendwie angehört wie Furz. Also das war nicht Furz, das war... Das war Fick. Ja, genau. Ja, Malea, die kleine Hustenscheiße. Und jetzt zeige ich deine Wolle. Du hast ja gar nicht wenig. Sie hat aus meinem alten Kinderzimmer einfach ihr Wollparadies gemacht. Oh mein Gott. Ach ja. Ich mach mal hier zu. Soll ich hier zumachen? Ja. Wegen wer? Ja. So, wir machen jetzt Essen. Wir gehen jetzt spazieren. Ja. Kevin ist auch da. Wir können auch erstmal eine Runde machen. Nö, wir gehen erstmal zu dir. Okay. Lea, komm hier. Da haben wir die Sarah mit Sheila. Lea ist auch dabei. Und wir gehen jetzt erstmal zu Kevin in die Wohnung. Gucken, wie schön aufgeräumt es da ist. Oh Gott, oh Gott. Hier. Das Stuhl ist ein bisschen warm. Zeitung an. Zeige mal. Oh, ist das warm. Oh, hier riecht es trotzdem noch. Oh, schön. Oh, das ist ja cool. Oh, ein bisschen, oh mein Gott. Auf dem Tisch sieht es nicht so gut aus. Ja. Alles gut. Hast du es sonst aufgeräumt? Sehr gerne. Es ist sehr aufgeräumt, zu kennen seine Verhältnisse. Oh, ist das süß. Ich will auch gucken. Fotos. Oh. Alle gemeinsam. Nur Kevin. Und Kevin und wer ist das? Hier ist Sarah und Silvio. Und Silvio und Kevin. Nur Kevin. Kevin, Kevin. Mit seiner Echse. Oh, ist das warm. Das sieht eigentlich schön aus. Das ist schon lange. Ja, ich weiß. Aber das wollte ich. Trotzdem schön aus irgendwie. Aber ich finde schön. Hallo, wir sind alle eigentlich künstlerisch begabt, außer Sarah. Nee. Ich sehe jetzt einfach nicht dazu. Christian ist begabt im Zeichnen. Ich, naja, so ein bisschen. Ich zeichne so ein bisschen. Und Kevin, hallo. An der Wand hätte ich das bestimmt nicht. Ist doch gut. Wo ist denn die aufräumen? Ein bisschen schon. Oh, die Tischdecke ist schon. Ey, die habe ich auch. Die habe ich nicht. Ja, ja, Mama hat die mir deswegen gegeben. Deswegen wollte ich jetzt, ich dass du eine. Mal Fotos machst. Ich werde schon nicht sehen. Ja, wir sind jetzt wieder draußen. Mhm. Kevin, du fehlst. Das ist schön. Dumm. Ja, Lea ist schon vorausgelaufen. Gehen jetzt nochmal kurz zum alten Stromhäuschen. Also das ist irgendwie der Stromhäuschenplatz immer. Irgendwie. Da ist kein Stromhäuschen mehr. Ist weggemacht. Abgerissen, ja. Und dann gehen wir wieder rein und dann und? Meine Mama hat sich gerade mit Netflix angefreundet. Ach, die liebt das. Ja. Ich kann jetzt bis abends gucken. Ich muss so kannst du? Wieso musst du? Ja. Und wir werden mal sehen, ob wir ein Profil noch einrichten. Die steht voll auf Netflix. Na, die wird auch Blacklist angucken. Ja, ja, Blacklist und alles so ein, und Arrow oder sowas, glaube ich, heißt das, ne? Arrow. Also, die diese, ja, die ist hier, ist das, glaube ich, ne? Mehr, weil guckst du nicht mehr? Ja, und dann mal gucken, was mich heute, wie lange ich heute noch bleibe. Mhm. Sarah geht gleich ins Bettchen. Ja. Du bist müde, wie Sau. Silvio ist auch da, der ist oben. Der ist müde. Der schläft auch schon. Der schläft schon, ja. Der pennt schon. So, jetzt wieder zurück. Oh, okay, gehen wir jetzt wieder zurück. Das ist so eine große Runde. Wer hier lang? Wir gehen wieder zurück. Der kleine Hosenscheiße. Ja, Daniel hat erst 12:30 Feierabend. Und deswegen habe ich noch ein bisschen Zeit, irgendwas mit Mama zu gucken.
viel mit ihrem Netflix. Ich muss immer halt die Wende da bist. Ja. Wie neue Sterne. Hat vorhin auch schon wieder geheult und wir haben zusammen gekocht und hat sich gefreut. Hat sie weint, ja. Ja. Hm. Hat die weint irgendwie immer, wenn ich komme. Also vor hat Freude. So, also, weil ich es traurig finde, dass ich halt so selten da bin. Also, ja, wir wohnen ja nicht so weit auseinander. Gar nicht. Ja. Also, wir wohnen ja nicht so weit auseinander, aber es ist halt selten, dass wir uns sehen, weil, ja, Uwe kann halt nicht so fahren. Und jedes Mal ich herfallen, ist halt auch nicht so günstig, sag ich mal. Ich bin in der Ausbildung, da verdient man nicht viel. Ja, mal gucken, wie es nach der Ausbildung wird. Ich denke mal öfters komme. Ja, mein Akku ist leer. Ich muss jetzt erstmal laden. Leo! Ich bin mit dem Hund draußen. Ne, damit sie auch mal muss. Und so weiter. Naja, wisst ihr schon. Dann bringt sie hoch und dann gehe ich zur Apotheke für Opa. Also sonst sieht die Woche halt ja, lausig aus. Nichts Besonderes. Nadine war gestern weg, vielleicht hat sie ja gefluckt. Ah, das war so schön. Was ist denn da? Am Wochenende geht es wieder zur Opa, kochen. Eigentlich jedes Wochenende. Außer das Cliff. Cliff ist da. Ja. Ansonsten gucken, was wir noch das Wochenende machen. Okay? Alles erledigt. Tiere werden erstmal. Kriegen erstmal was zu essen. Jetzt wird es wieder kälter, kriegen sie auch wieder nass wieder. Jetzt habe ich schon mal Trockenfutter drin, so wie man sieht. Und dann kriegen sie wieder Nassfutter, weil es, wenn es warm ist, komischerweise nicht essen wollen. Genauso wie die Katze, ne? Ja, fein. Es ist Freitag. Ich bin zu Hause, wie man sieht. Ich habe gerade Daniel runtergebracht und war gerade einkaufen. Oh, Gott sei Dank. Jetzt ist es 3:30. Wo ist denn dein Spielzeug? Na, dein Knochen so hier eigentlich. Sonst hast du dein Spielzeug immer hier überall verteilt. Wo ist es? Hm? Mal sehen. Versteckt. Ich bin eigentlich jeden Tag am Aufräumen mit ihrem Spielzeug hier. Ach, dann ist was sie so da hingeschleppt hat. Was ist hier niemand? Hm? 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 Du bist so niedlich. Wenn ich mich und so flocken, sollst du. Ich tu flocken. Ja, wir. So hier. Nee. So geht das. Mmh. Ja, du hast den Ton ausgemacht, Schatzi. Ich weiß. Willst du jetzt so machen auf Locken? Ich dachte, du machst Pause. Es ist jetzt nicht besonders, ich muss jetzt sagen, boah. Okay, es ist 3:30. Wir waren heute wieder bei Opa. Kaffee? Ey, lass das, nein, lass das! Ey, hallo! Das ist mein einziger Hautfarbenstift. Nein, dann mach mich kaputt. Oh, gib her, damit muss ich doch noch mein Bild malen. Gib her. Mann, das ist mein einziger hautfarbener Stift. Was ist das? Bibischen. Lea friert. Lea friert immer. Lea friert sogar im Sommer. Wir waren vorhin noch mit Opa einkaufen. Jo. Das hat lange gedauert. Jo. Mhm. Wie getan? Die Richtung. Mann, du bist schwer. Ich weiß.
Ich will jetzt nicht ausstehen, aber du willst das nicht schneiden tun. Nö, ich will das nicht. In die Richtung. Ja, weißt du, wie schwer du wirst? Jetzt steh auf! Oh. Danke. Komm nicht hoch. Da lang. Willst du mich arschen? Steh und auf jetzt! Los. Du hast gesagt, du willst mich hochhelfen. Willst du? Ey, ich fass schon wieder irgendwas an. Du legst auf der Fernbedienung. Achso. Los geht's. Wo ist denn die Fernbedienung? Ja, die habe ich jetzt. Die habe ich gerade weggenommen. Ja, guck ins Licht. Ja, guck ins Licht. Da mach's Licht an. Weißt du, wenn du ins Licht gucken willst? Es ist nicht dann machen, damit ich malen kann. Ja. Ich will malen! Was ist dein Problem? Geh weg! Malen nach Zahlen. Was hast du denn hier unterdrückt? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab dein Handy nicht mal angepasst. Natürlich, was du mit, der, nein, mit deiner nicht. Pfoten drauf. Boah, meine Pfoten gehen. Pfoten! So. Wie, zeichnen. Geh, hau ab, wie ein Hund, Pfoten. Zieh Leine. Ansatzweise. Danke, dass du mit meinen Haaren schon wieder gemacht hast. Hm? Ja. Willst du jetzt mein Handy haben oder nicht? Ja, dann brauche ich doch. Hast du noch eine Mischung gemacht? Nö, du hast die Sache noch nicht. Da habe ich noch keine gemacht. Also wir haben sowieso noch so wenig Alkohol in der Flasche. Das reicht. Für uns. Für mich ja. Hallo? Ist gar nichts mehr so. Schlückchen. Ja, ich mach noch so eine schöne Mische. Und dann war's das für heute. Ey. Wie den einen Tag. Das war cool. Oh ja. Es ist um 10 und wir benehmen uns echt. Au! Wieso ist dein Kopf da? Dein Kopf. Auf jeden Fall war es das für die Woche. Ja, wir werden jetzt noch das Wochenende schön genießen. Und noch Filmchen gucken und Serien und. Zu früh. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da! Oh Gott, ey. Falls es euch ja. Weißt du schon. Falls es euch nicht gefallen hat, ist es egal. Lasst uns den Daumen hoch. Oder was? Hä? Ja, wir hoffen euch trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ihr seid nicht bei uns. Wir sind bei euch. Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag.
anders, ne? So.